Hi zusammen und herzlich willkommen zur ersten Folge von Zack McCracken and the Alien Mindbenders. Ein Spiel, das sich der gute Ramsey gewünscht hat als Nachfolger für The Last of Us 2. Und da seit The Last of Us 2 jetzt ja schon 3 Tage vergangen sind, ohne neue Folge, gibt es jetzt gleich mal 2 Doppelfolgen in Folge zu Zack McCracken, also heute und morgen. Das Spiel ist bereits, falls ihr es nicht kennt, 1988 erschienen und eins der legendären Lucas Adventures, LucasArts Adventures, also ein Urgestein der Videospielgeschichte, kann man glaube ich insgesamt sagen, aber vor allem auch eben der Adventure, der Point-and-Click-Adventure-Geschichte. Das Ganze spielt in der Gegenwart und behandelt verschiedene Themen im Verschwörungstheorie-Komplex und ist besonders für seinen Humor bekannt. Ich selber persönlich habe das Spiel als Kind mal angespielt, bin aber kaum über den ersten Bildschirm rausgekommen. Also ich habe nicht viel Erfahrung damit und bin wirklich gespannt auf dieses Geschichtsmosaik, das mir quasi fehlt in meiner Videospielhistorie. Schön ausgedrückt. Ich spiele eine deutsche Version. Das war gar nicht so leicht, die zu bekommen. Deswegen beschreibe ich euch kurz, wie das funktioniert, falls ihr Interesse daran habt. Denn die deutsche Version ist scheinbar, so viel ich das mitbekommen habe, irgendwie ein Sonderfall, ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist irgendwie damals unter besonderen Umständen erschienen. Und diese deutsche Version ist heute kaum noch verfügbar. Deswegen gibt es glücklicherweise Patches, die man runterladen kann. Ich habe mir das Spiel jetzt auf Good Old Games gekauft. Eine Seite, ein Portal, also sowas ähnliches wie Steam, das ich sehr empfehlen kann, vor allem wenn es um ältere PC-Spiele geht. Denn die haben nicht nur eine gute Auswahl an PC-Spielen, an älteren PC-Spielen, sondern restaurieren diese auch und achten darauf, dass diese auch wirklich funktionieren mit Geld-Zurück-Garantie und allem. Also GOG.com, Good Old Games, ist da sehr empfehlenswert. Allerdings haben die, wie auch Steam und alle anderen, nur die englische Version des Spiels. Zum Glück gibt es aber diverse Seiten, auf denen man deutsche Patches kriegen kann. Ich habe meinen Patch jetzt von einer Seite, die findet man unter la-patches.3pots.de. Also la-patches.3pods.de. Ich hoffe, die Seite ist sauber. Ich hoffe, die ist sicher. Ich hoffe, da lädt man sich keine Viren runter. Ich habe nichts festgestellt, aber Benutzen dieser Seite und Downloads auf dieser Seite auf eigene Gefahr. Aber der Patch, den ich da gefunden habe, hat definitiv funktioniert. Und somit habe ich es geschafft, quasi das Spiel auf Deutsch umstellen zu können. Relativ einfach und relativ problemlos. Und wie gesagt, da es die Good Old Games Version des Spiels ist, funktioniert die auch wunderbar. Wir haben jetzt sogar die einmalige Möglichkeit, den einmaligen Luxus, die FM Towns Version zu spielen von dem Spiel. Ich habe gelesen, ich kenne mich da nicht aus, ich weiß es nicht, ich habe nur gelesen, dass die FM Towns Version der DOS-Version in vielerlei Hinsicht überlegen ist. Sie ist schöner und besser. Und diese gab es wohl ursprünglich eigentlich nie in Deutsch. Das heißt, wir spielen jetzt quasi die bestmögliche deutsche Version des Spiels, die es eigentlich nie gegeben hat. So cool sind wir. So, aber jetzt genug gelabert, würde ich sagen. Jetzt starten wir mal mit dem Spiel von LucasArts. Damals noch Lucasfilm. Games, Lucasfilm Games, ja genau, das ist wie Street Fighter The Movie, The Game. Lucasfilm Games war das damals noch, die das gemacht haben. Naja, los geht's. We'll be right back.
Hey, das bin ja ich. Reporter verdoppelt sich im Schlaf. Der unsichtbare Cowboy. Ah! Wenn der seitlich steht, sieht er immer aus, als hätte er einen Schnauzer, finde ich. Würde auch super, ne, so Fokuhila und Schnauzer, würde super passen zur Zeit, zu den 80ern. Aber nee, wenn man ihn von vorne sieht, hat er gar keinen Schnauzer. Schade, schade. Würde ihm stehen. Am nächsten Morgen. Zack, Zack, Zack! Was soll ich nur mit dir machen? Aber Boss, ich gewinne niemals einen Literaturpreis, bei denen... Ich will keine dumme Stories erfinden. Dann erfind intelligente Stories. Schau, mach doch diesen einen Bericht und dann kannst du deinen Roman schreiben. Hier sind deine Tickets nach Seattle. Ich will mehr über das zweiköpfige Eichhörnchen, das Camper angreift. Naja, na gut. Und wenn du schon mal da bist... Das erste UFO wurde vor 50 Jahren am... Warte mal ganz kurz... Der Text geht sehr schnell. Ich schau mal, ob ich das irgendwie langsamer machen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher. Versuchen wir es mal mit 255. Boulevardreporter erwürgt Chef wegen dummen Reportageauftrags. Was hast du gesagt? Nichts, Boss. Okay, wir sind also... Was soll ich auf meine Reise mitnehmen? Was soll ich auf diese aufregende Reise mitnehmen? Ich sollte eine Zeichnung von der Karte machen, die ich im Traum gesehen habe. Okay, jetzt schauen wir uns hier mal um. Also, das ist unser Parser, glaube ich, hat man das früher genannt. Und nennt man wohl heute noch so. Unser Interaktionsrahmen mit der Spielwelt. In moderneren Point-and-Click-Spielen hat man ja dann so einen kontextsensitiven Parser, der einem sagt, wenn ich zum Beispiel hier auf die Schublade klicke, sagt er mir, welche Möglichkeiten ich habe, mit dieser Schublade zu interagieren. Das war früher nicht so. Das ist in so klassischen Spielen nicht so. Hier muss ich wirklich alles versuchen, was ich zur Verfügung habe, bis ich sinnvoll interagieren kann. Und manchmal leider... In vielen Point-and-Click-Adventures gibt es auch Sachen, die nicht so sinnvoll sind, die aber dann doch funktionieren oder notwendig sind. Ich schätze mal, diese Schublade hier können wir zum Beispiel öffnen. Ja, und dann finden wir hier, warte mal, was ist Tröte? Ah, ich verstehe, mit dem Was-ist-Kommando kann ich mir alles anschauen, was es so gibt. Oh, das ist gut. Das ist gut, um den Raum einfach mal zu scannen. Tür? Ist das da was? Tapetefetzen. Tapetenfetzen, meine ich. Tapetenfetzen. Die Tröte, Lampe, Anrufbeantworter, Telefon, Wanduhr, Pflanze, Rollo ist auch was Eigenes. So, so. Sushi im Glas, okay. Ach so, nee, warte. Heißt der Fisch-Sushi? Das ist eigentlich ein cooler Name für einen Fisch. Ich meine, ein bisschen makaber. Aber auch nett. Schubladen und Bett. Teppichecke. Ach was. Okay, warte mal. Ich ziehe jetzt mal an der Teppichecke. Aha, nein. Es ist so gut, dass ich das gemacht habe. Glaube ich. Loses Brett. Soll ich mal versuchen, das zu öffnen? So lose sind die nun auch wieder nicht. Ich brauche Werkzeug. Ach so, okay, okay, okay. Aber interessant, interessant. Das ist cool. Ich habe jetzt schon das Gefühl von Erfolg. Nimm die Tröte. Jetzt haben wir hier eine Tröte. Benutze die Tröte. Das ist das einzige Lied, das ich kenne. Es ist Indiana Jones, die ersten drei Noten. Es sind sogar vier. Die Indiana Jones Adventure sind ja auch von denen. Ich glaube, Maniac Mansion war der Vorgänger von Zack McCracken. Ich kann die Indiana Jones Adventures kann ich nicht einsortieren, aber die werden wohl auch dann irgendwie vorher gewesen sein.
Naja, ups, da kicke ich gleich mal das Mikrofon aus dem Bild, weil ich so wütend bin über diese Indiana Jones Referent. Was haben wir denn da hinten mit dem Tapete? Ich zieh mal an der Tapete da. Aha, hoppla. Was, jetzt haben wir ein Tapetefetzen. Was ist das? Nix mehr. Da ist nix mehr. Das ist jetzt ein Loch in der Wand, aber das ist ohne weitere Bewandtnis. Na gut. Schalte die Lampe ein. Okay. Nimm die Lampe. Das kann ich nicht mitnehmen. Lies den Tapetenfetzen. Da steht nichts drauf. Okay, gut. nehmen wir mal... Nimm ab. Telefon. Na, nimm ab Telefon. Das klappt nicht. Nimm Telefon. Oh. Oh. Wir sind in den USA, ne? Ich glaube schon. Dann rufe ich mal die Polizei. Weil, warum nicht? Und jetzt? Okay. Naja, legen wir lieber wieder auf. Das ist eine gute Idee. ich drücke mal auf den Anrufbeantworter. Nein. Ich will es nicht bewegen. Benutze. Benutze Anrufbeantworter. Hä? Das sind keine Nachrichten. Okay. Dann lesen wir mal die Uhr. Hui, schon ganz schön spät. Können wir die Uhr öffnen? Das lässt sich nicht öffnen. Können wir die Uhr nehmen? Die ist festgenagelt. Okay, schließen wir das Rollo. Ha, okay. Keine Ahnung. Nehmen wir das Rollo? Kann ich nicht mitnehmen. Nehmen wir Sushi. Komm mit mir, Sushi. Ja, der Fisch heißt wirklich Sushi. Das ist gut. Dann öffnen wir hier die Kommode noch. Eine Telefonrechnung. Lies die Telefonrechnung. $1.138. Ich sollte das lieber bald bezahlen. Nimm. Okay, öffne. Nicht das Bett öffnen, die Schublade. Schließe Schublade. Öffne Schublade. Achso, das ganze Kästchen hat nur eine Schublade. Können wir im Bett noch was machen? Ziehe an Bett. Klappt nicht. Nimm ab Bett. Benutze Bett. Keine Zeit für mit Nickerchen. Öffne Bett. Drücke Bett. Ziehe Bett. Gib Bett. Gib Bett. Na schön. Ich glaube jetzt auch nicht. Ich habe ein Flugzeug zu erreichen. Okay. Gut. Dann öffne Tür. Holy, was ist denn das da? Ein riesiger Fernseher mit einem riesigen roten Infrarotsensor. Oh, währenddessen in einem geheimen Zimmer. Bam, bam, bam. Da ist auch ein Indiana Jones Plakat hinten. Ich habe gerade mit dem King geredet. Er sagt, die Maschine arbeitet perfekt. Na dann, was will man mehr? Jau, arbeitet perfekt. Er sagt auch, in ein paar Tagen sind alle Erdlinge viel dümmer als wir. Jau, dümmer als wir. Jetzt ist der Text fast ein bisschen sehr langsam, oder?
Machen wir mal auf 200 oder so und schauen wir mal, wie es dann ist vom Flow her. Ich glaube, du hast zu lange an der Maschine herumgehangen. Jau, zu lange herumgehangen. Schön ist auch, dass die Maschine zwei Anschalter hat. Ich brauche sofort einen neuen Partner. Jau, neuen Partner. Bis bald. Eine Verdummungsmaschine. So, benutzen wir Sushi im Glas. Mit der Tröte. Ah, Sushi im Glas kann auch tröten. Benutzen wir den Tapetenfetzen und die Tröte. Naja, keine Ahnung. Schalte ein Fernseher. Es hat keinen Schalter. Schalte ein Infrarotscanner. Das klappt nicht. Wo ist die Fernbedienung? Ich muss mal ganz kurz auf Was ist gehen und dann scannen wir mal das Zimmer ein bisschen ab. Ob es hier noch was gibt. Hier ist sonst jetzt... Ah, warte mal. Sitzkissen. Nimm Sitzkissen. Weil da ist bestimmt genau die Fernbedienung drunter. Nimm Fernbedienung. Benutze Fernbedienung am Infrarotsensor. Nein, das funktioniert anscheinend nicht. Benutze Fernbedienung einfach. Warum das wohl nicht klappt? Schalte ein Fernseher. Schalte ein Fernbedienung. Das klappt nicht. Warte mal. Warum funktioniert denn das so nicht? Schließen, drücke, ziehe, gehe zu, nimm, was ist, ziehe, nimm, ab, benutze, schalte, einschalte, aus. Naja, vielleicht finde ich irgendwo noch Batterien oder so. Ich benutze mal hier nochmal das Was ist Kommando. Halt, halt, Buttermesser. Das nehmen wir dann gleich mit. Dann können wir uns verteidigen gegen die bösen Verdummungs-Aliens. Eine Spüle, ein Wasserhahn, ein Schrank. Spüle, Wasserhahn, Schrank. Ein Schalter, ein Herd, ein Kühlschrank. Dann wird's einiges. Also nehmen wir mal das Messer. Buttermesser haben wir jetzt. Okay, soweit, so gut. Jetzt öffnen wir die Spüle, den Schrank. Was haben wir hier? Eine Buntstiftschachtel und sonst nix. Dann nehmen wir mal die Buntstiftschachtel. Und jetzt benutze Tapetenfetzen und gelben Buntstift. Ich habe eine Karte aus dem Traum gemalt. Jahaha! Success! Wo ist denn die Karte? Wo ist denn? Ah, die Tapetenkarte. Die würde ich mir jetzt gern Lies Tapetenkarte. Wirklich? Davon haben wir geträumt? Sehe ich zum ersten Mal. Aber gut. Aber im Traum haben wir das Gesicht vom Mars gesehen. Wisst ihr, ich dachte nämlich, das Gesicht vom Mars wurde irgendwann in den 90ern fotografiert, weil es da so einen Hype hatte. Aber die Original, die erste Fotografie ist tatsächlich aus den 70ern. Mich hat es nämlich gewundert, als ich das Intro bei den ersten Tests mit dem Spiel gesehen habe, dass da das Gesicht von Mars 88 schon vorkommt. Aber tatsächlich gab es das da schon 10 Jahre. Mittlerweile hat man ja bessere Fotos aus verschiedenen Winkeln zu verschiedenen Tageszeiten und sieht, dass es, oh Wunder, wer hätte es gedacht, halt auch nur ein Gebirge ist. Das bei richtiger Beleuchtung aussieht wie ein Ei. Wie ein Gesicht. Es gibt ja Leute, die bis heute enttäuscht sind und bis heute nicht glauben wollen, dass das Gesicht vom Mars kein Gesicht ist. Schalte ein roter Schalter.
schalten wir das lieber wieder aus. Das ist zu laut. So, okay, ich glaube, wir gehen jetzt mal, oder? Ich schalte mal den Herd noch ein. Ich habe keine Lust zu kochen. Na gut. Irgendwas kombinieren. Benutze gelber Buntstift und Buttermesser. Das klappt nicht. Benutze Ticket und Karte. Das klappt nicht. Benutze Telefonrechnung und Buntstift. Die Karte. Ach, jetzt habe ich aus der Tapete und aus der Rechnung eine Karte gemacht, oder wie? Die gleiche. Na super. Naja, was soll's. Oh, ein Schlüssel, oder? Ist das ein Schlüssel? Kleiner Schlüssel. Ah ja, damit können wir in einem Dungeon eine normale Tür öffnen. Immerhin. Nehmen wir den mal mit. So, öffnen, 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 Tür. Tschüss. Der Kühlschrank ist noch offen, ja, da hast du recht. Gut mitgedacht, Zack. Sebecker. Le Becker. Wollen wir mal zum Le Becker gehen? Ein Schild, eine Klingel. Soll ich mal klingeln? Warte mal, lesen wir mal das Schild bei Le Becker. Geschlossen. Für Anfragen Klingel drücken. Okay. Wo klingel ich? Wo? Schalter benutzen. Würde ich sagen. Es ist geschlossen und wir haben sowieso kein frisches Brot mehr. Ich nehme auch unfrisches Brot, glaube ich. Ich weiß nicht, das ist ein Adventure, man kann alles brauchen. Jetzt ist da oben das Fenster offen. Hat das irgendeine Bewandtnis? Nein, offensichtlich nicht wirklich. Ah, hier geht es nicht weiter. Okay. Le Becker hat kein frisches Brot mehr. Was haben wir hier? TPC. Totally Pathetic Computer. Glaube ich, heißt das wahrscheinlich. Öffnen. Na dann. Oh, das ist das. Das ist der Unsichtbare. Oh, das ist jetzt. Ja, guckt euch den Hut an. Das ist einer von den Aliens, die wir gerade gesehen haben, in Verkleidung. Dumm die dumm. Dumm die dumm indeed. It's obvious. Bewerbung. Thekentür. Vertreter. Theke. Tür. Telefon. Pflanze. Ticket, Tür, Telefon, Pflanze. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich speichere mal schnell, weil... Weiß ich nicht. Dumm die... Dumm. Ich komme kaum an die Tastatur ran. Dumm die dumm. Okay. Spielstand erfolgreich gespielt. Oder so ähnlich. Lesen wir mal den Zettel da. Die Bewerbung. Der King Fan Club. Zögere nicht, trete heute noch bei. Die Aliens haben doch auch davon geredet, dass der King irgendwas gesagt hat. Die nehmen wir mit, die Bewerbung. Das haben die jetzt davon, die Aliens. So, reden wir mal mit Takeshis Castle. Wie rede ich denn mit Leuten? Einfach anklicken, gehe zu. Ich komme nicht ran. Drücken, ziehen, gib, öffnen, lies, geht, nimm, benutze. Benutze? Computer Terminal. Gehe zu Theke, gehe zu Schild, gehe zu Theke. Dumm die dumm. Schalte ein Theke. Benutze Theke. Nee, es geht auch nicht. Ich weiß nicht, wie man mit Leuten redet. Dumm die dumm. Telefongesellschaft. Öffne den Kerl da. Ist der Kerl überhaupt was? Vertreter, doch eigentlich schon. Gehe zu... Aber hier wird mir der gar nicht als Vertreter angezeigt. Nimm Vertreter. Hm.
Vielleicht kann ich ja einfach noch nichts machen. Bis bald, sagt er. Aber ich konnte nicht mit ihm reden. Aber gut, okay. Merken wir uns. TPC. Oh, ist das mein Bus? Öffne. Die Tür kriege ich von außen nicht aus und der Fahrer schläft. Aha, dann tröten wir doch mal. Hey, warum wecken Sie mich auf? Sie wollen bestimmt zum Flughafen. Schläft ihr den ganzen Tag und wartet, bis einzelne Personen zum Flughafen wollen? Alle einsteigen! Gehe zu Bus. Nun, das ist keine Fahrkarte. Ach so, warte mal, Ticket. Benutze Ticket. Ah, warte mal, gib Ticket zu... Hey, ich bin beschäftigt. Stecken Sie die Cashcard in den Laser. Das klappt nicht. Okay, auf geht's. Ich habe keine Cashcard. Wo soll ich denn eine Cashcard herkriegen? Ich habe einen kleinen Schlüssel, den ich bis jetzt noch nicht gebraucht habe. Aber keine Cashcard. Ich habe auch noch kein Werkzeug, mit dem ich mein Loch im Boden aufmachen könnte. Oder? Buttermesser. Okay, ich muss nochmal zurück in die Wohnung. Oh, Copyright Strike. So, Zack McCracky. Jetzt gehen wir zurück hier in deine Tür. Buttermesser. Benutze Buttermesser. Benutze lose Bretter mit Buttermesser. Verflixt, ich hab's verbogen. Verbogenes Messer. What? Aha. Benutze verbogenes Messer mit. Versuchen wir es nochmal. Es ist verbogen. Ha. Verdammt. Das ist jetzt schlecht. Wie könnten wir das denn sonst öffnen? Was haben wir denn sonst nachher? Und was machen wir mit einem verbogenen Messer? Und wo ist meine... Oh, ich habe einen Anruf auf dem Anrufbeantworter. Kann das sein? Schalte ein Anrufbeantworter. Hier ist die Telefongesellschaft. Wir haben ihr Telefon abgeschaltet. Okay. Bitte kommen Sie in unser Büro, um die Rechnung zu bezahlen. Bis bald. Aha. Na dann, bis bald. Dann gehen wir da mal hin, weil eventuell unter Umständen mit Glück erfahre ich dann, wo meine Cashcard ist. Sieht gut aus. Oh, heißt, sieht gut aus, dass ich hier wirklich alles gemacht habe, was man machen kann für immer und ewig. Wahrscheinlich nicht für immer und ewig, aber vielleicht für jetzt aktuell. Dumm die Dumm. Ich lese mal das Schild hier. Telefongesellschaft, bitte zahlen Sie Ihre Rechnung hier. Ich weiß nicht, wie man mit Personen redet. Es ist irgendwie echt ein bisschen doof. Ich kann den auch gar nicht... Warte mal. Kann ich hier das da öffnen? Die Thekentür. Sie dürfen hier nicht rein. Ja, aber was mache ich denn dann? Ich würde gerne mit dir reden, doch es geht nicht. Der wird mir auch echt gar nicht angezeigt. Irgendwas ist hier faul. Okay, warte mal. Ich weiß schon. Benutze Rechnungskarte mit Theke.
Das klappt nicht. Benutze Tröte. So, dumm die dumm. Jetzt red mit mir. Schalte ein Theke. Öffne Theke. Nimm Theke. Lies Theke. Gib Theke zu Vertreter. Jetzt kann ich den Vertreter wählen. Okay, warte mal. Gib Rechnungskarte zu Vertreter. Sie schulden uns 1138. Rufen Sie auf dem Mars an. Ach so, das ist eine Frage, ob ich auf dem Mars... Cashcard bitte. Ich habe sie nicht dabei. Wie dumm, hier die Rechnung. Dumm die dumm. Wo kriegen wir denn jetzt unsere Cashcard? Bis bald. Was machen wir denn jetzt ohne Cashcard? Unsere Cashcard ist bestimmt in dem Loch in unserem Apartment, oder? Zur 14. Straße können wir noch gehen. Okay, Elektrogeräusche. Gehen wir mal in Louis' Laden. Hallo, junger Mann. Nasenbrille. Werkzeugkasten. Okay, was ist? Gitarre? Ach, nur das ist eine Gitarre. Das nicht. Na dann. Nasenbrille, Hut. Nähmaschine gibt's nicht. Golfschläger, Werkzeugkasten. Lou, den Werkzeugkasten könnte ich vielleicht sogar brauchen, oder? Ah, jetzt habe ich hier plötzlich Verkaufe. Verkaufe... Hey, ich habe noch gar nicht versucht, den kleinen Schlüssel zu benutzen. Vielleicht funktioniert der ja auch. Taucheranzug gibt's hier auch. Okay. Ist das da ein Becher unten? Nimm. Nee, nicht nimm ab. Wo ist denn nimm? Wo ist denn einfach nur nimm? Ach, den Becher gibt's gar nicht. Na dann. Ah, Maniac Mansion, guckt. Schön. Taucheranzug, Ankauffenster, Verkauffenster. Ich kann ja auch Sachen verkaufen. Aber ich glaube, das bringt mir jetzt momentan alles nichts. Ich meine, der Werkzeugkasten könnte schon nützlich sein, damit ich das Loch aufkriege. Aber keine Ahnung. So, was haben wir hier? Lies, das Schild. Gesellschaft für Archäologie San Francisco. Artefakte in Schlitz einwerfen. Na gut, haben wir noch nicht. Vorübergehend geschlossen. Haarsalon. Bobby Pin. Okay, dann gehe ich jetzt noch mal kurz in unser Haus. In unser wunderschönes Haus. Und werde mal versuchen, mit dem kleinen Schlüssel unser kleines Fach zu öffnen. Habe ich schon mal in den Spülkasten gefasst, ob da was drin ist? Benutze kleiner Schlüssel mit losen Brettern. Kann ich damit nicht entfernen. Haben wir noch was, das einigermaßen Sinn machen würde? Ei, Bewerbung. Ah, nee, haben wir nicht. Benutze gelber Buntstift und Rollo. Ah, ich dachte, er zeichnet jetzt was Schönes drauf. Schade, schade. Tja, dann weiß ich es jetzt auch nicht. Dann bin ich jetzt verzweifelt. Okay, nimm Spüle. Ziehe Spüle. Na gut, ich dachte vielleicht ist was drin in der Spüle, das man rausnehmen kann. Aber scheinbar nicht. Ach, Jemine, was machen wir denn jetzt?
So kriege ich nie... Einen Briefkasten habe ich auch. Öffne Briefkasten. Ist verschlossen. Kleiner Schlüssel, Briefkasten. Benutze kleiner Schlüssel, Briefkasten. Hä? Hä? Benutze Briefkasten mit kleiner Schlüssel. Ja. Und jetzt öffne. Oder ist schon offen? Ist schon offen. Nimm Briefkasten. Lies Briefkasten. Zachary McCracken. 13. Straße 5, bla 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 bla. Ziehe an Briefkasten. Drücke Briefkasten. Ich schätze mal, da ist nichts drin, oder? Ich habe den jetzt zwar geöffnet, aber irgendwie glaube ich, kann ich da gar nichts rausnehmen. Benutze Briefkasten mit Ei. Gib Ei zu Fenster, zu Knopf, zu... Nee. Ah, Manu. Jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Wie kriegen wir denn unsere Cashcard? Ich brauche den Werkzeugkasten, glaube ich. Ich glaube, ich brauche aus dem Laden den Werkzeugkasten. Aber wahrscheinlich brauche ich meine Cashcard, damit ich den Werkzeugkasten kaufen kann. Ein Dilemma. Kaufe Werkzeugkasten. Schauen wir mal. Ich würde gern das hier kaufen. Kommen Sie hier rüber. Das macht 45 Dollar, bitte. Oh, ich habe meine Cashcard nicht dabei. Können Sie nicht lesen? Nur Cashcard. Kommen Sie mit der Karte zurück. Wie können Sie nicht lesen? Da steht nur Spiel Lotto, Ausrufezeichen. Ist das ein Befehl? Muss ich Lotto spielen? Ich würde gern die Nasenbrille kaufen. Kommen Sie hier rüber. Tja, das macht 3 Dollar bitte. Oh, ich habe meine Cashcard nicht dabei. Können Sie nicht lesen? Bitte nur Cashcard. Die Cashcard. Ich schaue jetzt, ich suche mir jetzt, wo die Cashcard ist, weil das ist sonst langweilig, glaube ich, wenn ich jetzt eine Stunde lang rumklicke. Was habe ich übersehen? Ich gehe einfach mal ein. Hier, Zach McCracken Cashcard. Leider gibt es einige mögliche Ereignisse, durch die du das Spiel nicht mehr lösen kannst. Oh Gott. Speicher also regelmäßig. Na, das ist ja super. Das ist ja super. Naja, okay. Ich habe gerade mich gespoilt mit einer anderen Sache, die ich machen muss. Verdammt. Gehen wir zur Bäckerei. Geschlossen. Klingel. Geöffnet. Gitarre. Was? Oh Gott. Oh.
Holy shit. Okay. Ich habe auf jeden Fall echt ein paar kleine Sachen gelesen. Ein paar Kleinigkeiten, die wir noch machen können und müssen. Wahrscheinlich auch. Das schauen wir jetzt mal. Das sind aber wirklich, ne, das ist halt so altes Adventure. Da muss man, also, da ist sehr viel rumprobieren und am Schulhof mit seinen Freunden drüber reden und sowas, damit man das rausfindet. Nämlich, jetzt passt auf, wenn ich hier immer und immer wieder drücke, dann passiert, glaube ich, was. Hören Sie zu, Sie würden das Brot, das übrig ist, nicht haben wollen. Gehen Sie! So, und jetzt klingel ich nochmal. Okay, Sie wollen es ja so. Nicht schlecht. Nimm trockenes Brot. Gut, jetzt haben wir trockenes Brot. Ich weiß nicht, für was das ist, aber immerhin. Ich drücke mal nochmal, was dann passiert. Dann erschießt er mich wahrscheinlich und ich bin tot. Nein, jetzt kommt er einfach nicht mehr. Okay. Abflussrohr. Ah ja, guck mal. Öffne Abflussrohr. Dafür brauche ich Werkzeug. Verdammt. Aha, guckt euch das an. Ah, jetzt kann ich hier den Fernseher einstöpseln. Kann das sein? Benutze Kabel in Steckdose. Okay. Schalte ein Fernseher. Ich muss die Fernbedienung benutzen. Benutze Fernbedienung. News. Guten Morgen, San Francisco. Hier ist Lori Amori. Ich spreche das so aus, was lustig ist. Wahrscheinlich stimmt's nicht. Wir fahren fort mit der heutigen Top-Story über die aufregende Mars-Mission von zwei Mädchen. Okay. Nach dieser wichtigen Nachricht. Jetzt kommt's. Hallo, ich bin Annie Laris von der Gesellschaft für Archäologie in San Francisco. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor, weil du von ihr geträumt hast, Zack. Wo habe ich sie bloß schon mal gesehen? Unsere Suche nach den Rätseln der Vergangenheit bringt eine bessere Zukunft. Aber wir brauchen Ihre Hilfe. Bitte geben Sie Artefakte in unserem Büro ab. Als ob jeder irgendwie so mit Artefakten in der Hosentasche durch die Gegend läuft. Ich verspreche Ihnen, dass nichts beschädigt wird. Vielen Dank für Ihre Mühe. Nun zum Mars und einem der Mädchen, das diese gefährliche Reise unternommen hat. Ach, eine Live-Schaltung zum Mars oder was? Ja, anscheinend. Hallo! Melissa, warum sind Sie und Ihre Freundin Leslie zum Mars geflogen? Melissa und Leslie sind alleine zum Mars geflogen, einfach so, na dann. Im Traum zeigte uns ein Außerirdischer, wie man aus einem Bus ein UFO baut. Die sind wirklich einfach allein dahin geflogen, mit einem außerirdischen UFO-Bus. Na gut, wir sollten damit zum Mars fliegen und weitere Anweisungen abwarten. Naja, und dann macht ihr das einfach, oder wie? Ich wäre ja skeptisch. Also, sind wir hier. Ach so. Na dann. Und haben Sie Ihre Anweisungen schon erhalten? Nein, bis jetzt haben wir kein intelligentes Leben gesehen. Ha, das war gerade voll der Diss gegen Ihre Freundin. Aber wir werden warten.
Hoppla, ich sehe gerade, dass mein Sauerstoff beinahe alle ist. Ich muss gehen. Okay, Melissa, vielen Dank und viel Glück. Das ist aber scheinbar ziemlich casual, dass die jetzt so auf dem Mars sind. Es geht weiter mit der Story über die Dummheitsepidemie. Ach, immer noch aktuell das Spiel, ne? Nach dieser... Nach der Story über die Dummheitsepidemie. Wenn sie sich in letzter Zeit sehr dumm gefühlt haben, sind sie nicht allein. Wissenschaftler stehen vor den seltsamen Summen der Dümmermacht hilflos gegenüber. Dem seltsamen Summen. Das 60-Hertz-Summen kommt aus jeder Telefonleitung des ganzen Landes. Na dann, nicht mehr telefonieren, würde ich sagen. Problem gelöst. Einfach ein paar Jahre warten, dann kommt das Internet. Ein Sprecher der Telefongesellschaft weigert sich, einen Kommentar abzugeben. News. Es geht weiter mit der Story über die Dummheitsepidemie. Nach dieser... Nach dieser... Jetzt drehen wir uns im Kreis quasi, oder? Nach der Story über die Dummheitsepidemie. Okay, was wir jetzt noch machen müssen anscheinend, was ich nicht nett finde, ist... Das Glas mit Sushi ausleeren. In der Pflanze. Verzeih, Sushi, aber du bist jetzt Dünger. Boah, das ist schon ziemlich krass. Aber jetzt haben wir ein Goldfischglas. Das ist nicht nur ziemlich krass, sondern, Alter, wie soll man denn da drauf kommen? Das ist nicht gerade das Erste, an das ich denke, wenn ich einen Goldfisch in der Hand habe und ein Glas mit Goldfisch und Wasser, dass ich den in die Topfpflanze schütte. Aber okay, so ist das eben. Boah, ist das krass. So, Leute, jetzt machen wir aber für heute Schluss mit dieser extra langen Folge. Und, nee, wisst ihr was, jetzt ist die Folge schon so lang, jetzt machen wir die noch länger. Machen wir heute eine Triple-Folge draus. Booyah! Und dann machen wir morgen normal weiter. Das ist gut. Oder Triple-Folge reicht, muss ich nachher rechnen. Aber gut, jetzt haben wir das alles gemacht. Jetzt weiß ich aber wieder nicht weiter. Weil ich wieder nicht weiß, wo wir unsere Cashcard herkriegen. Okay, wartet mal, ich versuche jetzt, ob ich mit dem, das ist eine gute Idee, mit dem trockenen Brot das einfach voll einhauen kann. Die losen Bretter. Zerschmettere sie. Nein, schade. Damit kann man das nicht entfernen. Kann ich das verbogene Messer benutzen mit dem trockenen Brot? Das klappt nicht. Schade, schade. Wahrscheinlich brauche ich das Goldfischglas als Raumhelm, oder? Mit mir. Mit Sitzkissen. Nee. Vielleicht kann ich mit dem trockenen Brot das Abflussrohr zerhauen. Nee, das klappt nicht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Rechnung, verbogenes Messer, Ei. Benutze Ei in. Spüle. Ein perfektes frisches Ei. Gut. Benutze Ei in Herd. Ich habe keine Lust zu kochen. Benutze trockenes Brot und Goldfischglas. Das klappt nicht. Ja, was klappt denn dann eigentlich? Kann mir das mal jemand erklären? Verdammt. Jetzt habe ich das trockene Brot. Was kann ich damit anfangen? Ich muss erst den Fernseher ausschalten. Aha. Na, meinetwegen. Was machen wir denn jetzt? Mit dem trockenen Brot können wir anscheinend Löcher in den Boden machen. Warte, ist das jetzt hier wirklich ein Objekt, das Loch im Boden? Kann ich damit vielleicht sogar interagieren? Nein, das gibt's nicht. Na gut. Aber vielleicht kann ich mit dem...
Brot. Die Scheibe beim Friseur einhauen. Keine Ahnung. Das ist so bekloppt, dass wir es versuchen sollten. Trockenes Brot. Benutze trockenes Brot in Scheibe. Schild. Das klappt nicht. Nimm Schild. Mit Drähten festgemacht. Aha. Jetzt bräuchten wir wieder Werkzeug, ne? Immer brauchen wir alles, brauchen wir Werkzeug irgendwie. Verbogenes Messer mit Schild. Das klappt nicht. Ah. Öffne Tür. Ist verschlossen. Was ist was? Haarnadelschild, Tür. Türschlitz. Okay, es ist Guide-Zeit. Guide-Zeit. Jetzt lesen wir den mal gemeinsam. Ich habe den vorher nur überflogen. Jetzt müssen wir den mal genau lesen und dann schauen wir mal. Allgemeine Tipps ist schon mal gut, oder? Leider gibt es einige mögliche Ereignisse, durch die du das Spiel nicht mehr lösen kannst. Zum Beispiel, wenn eine Figur stirbt oder Melissa und Leslie mit dem Raumbus den Mars verlassen. Speicher also regelmäßig. Okay, das hätten wir schon mal erledigt. Nächster Tipp. Für die Flugreise brauchst du Geld. Um mit Sack welches zu verdienen, kannst du den Lottomat benutzen. Und zwar theoretisch unbegrenzt oft. Mit Annie, anscheinend kriegen wir noch einen zweiten Charakter. Ich hoffe, es sind nicht zu viel Spoiler. Musst du dagegen sparsam sein. Okay. Allerdings könnte Sack einen Gegenstand im Laden erwerben und Annie ihn anschließend zurückverkaufen. Melissa und Liesel können kein Geld verdienen. Anscheinend spielen wir mit denen auch noch. Cool. Brauchen selbiges allerdings auch für die Marsbahn. Die müsste zur Not auch Sack bezahlen können. Na gut. Benutzt du den blauen Kristall? Da will ich nicht, so weit will ich gar nicht. Keine Ahnung. Für ein paar Gags am Rande lohnt es sich fleißig Schilder zu lesen. Zum Spaß kannst du den blauen Kristall auch mal beim Jack, dem zweiköpfigen Eichhörnchen, okay. Egal. Das eigentliche Spiel beginnt in Sacks Schlafzimmer. Außer in der FM Towns Version, wo Sack sich erst am Morgen mit dem Chef getroffen hat. Aus dem Schlafzimmer nehmen wir das Goldfischglas mit. Sushi müssen wir allerdings wegschütten, beispielsweise in die Pflanze oder das Spülbecken. Außerdem brauchen wir noch die Telefonrechnung aus der Schrankschublade, die Tröte aus der Schreibtischschublade, ein Stück Tapete von der Wand. Die Cashcard liegt leider unter dem Tisch und muss mit der Telefonrechnung hervorgeholt werden. Ansonsten kannst du... Im Ernst? Leute, spinnen die ein bisschen. Ich muss irgendwie, wie soll ich denn woher? Jetzt bin ich aber gespannt, ob es überhaupt irgendwelche Indizien dafür gibt, dass die Cashcard unter den Schreibtisch gefallen ist. Kann man die sehen? Überhaupt? Oder, also wirklich, da bin ich jetzt aber, hallo, Mensch. Das ist ziemlich crazy, finde ich. Schauen wir mal. Was ist Pflanze? Schublade. Also, das ist doch irgendwie... Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Soll ich jetzt hier die Telefonrechnung, die ich jetzt zu einer Karte gemacht habe, irgendwie hier benutzen? Das klappt nicht. Nee, das muss ich sogar nochmal lesen, weil ich weiß nicht mal genau...
was ich tun soll. Das hätte ich nochmal genau lesen müssen. Jetzt passt auf. Die Cashcard liegt leider unter dem Tisch und muss mit der Telefonrechnung hervorgeholt werden. Ansonsten kannst du noch den Anrufbeantworter einschalten. Hä? Was? Der Tisch existiert nicht mal für mich. Schließen wir mal die Schublade. Ah, da ist sie, oder? Plastikkarte. Oh, come on. Nimm Plastikkarte. Oh nein, jetzt liegt sie unter dem Tisch. Und jetzt benutze ich die Telefonrechnungskarte, um die Plastikkarte rauszufischen. Super, das ist meine Cashcard. Ach, komm schon. Wirklich? Das müssen wir machen? Meine Güte. Können wir jetzt schauen, wie viel Geld wir auf unserer Cashcard haben? Lees Cashcard. Kontostand $12.250. Na dann kaufen wir jetzt aber mal ordentlich ein für unsere $12.000. Düm, düm, düm. Düm, düm, düm. Düm, düm, düm. Ching, waka, waka, ching, waka, waka, bye. Yeah, das ist mein Einkaufslied. Das singe ich immer, wenn ich einkaufen gehe. Im Laden stehe ich dann und mache... Din, din, din. Und dann gucken alle und freuen sich ganz toll. Ich meine, warum auch nicht? Kaufen wir den Werkzeugkasten. Den brauchen wir definitiv für vieles, glaube ich. Ich würde gerne das hier kaufen. Das macht dann $45, bitteschön. Peanuts. Hier meine Cashcard. Danke. Hier. Okay, danke. Ich würde außerdem gern den Taucheranzug kaufen. Weil warum nicht, oder? Kommen Sie hier rüber. Das macht $145, bitte. Hier meine Cashcard. Achso, das sage ich. Hier meine Cashcard. Danke. Hier. Ich würde außerdem gern den Hut kaufen. Ich würde gern das hier kaufen. Kommen Sie hier rüber. Das macht $15, bitte. Hier meine Cashcard. Danke. Hier. Ja gut, dann kaufen wir noch den Schläger, den Golfschläger bitte. Ich würde gerne das hier kaufen. Das macht $75, bitte. Hier meine Cashcard. Danke. Ritsch, ratsch. Hier. So, ich würde gerne das hier kaufen. Habe ich doch gesagt. Alles sagte mir nach. Kommen Sie hier rüber. Hier mein... Ach so, das macht $3, bitte. Hier meine Cashcard. Ritsch, ratsch. Ach so, danke. Ritsch, ratsch. Hier. Können wir das nicht abkürzen? So. Hier. Gut, dann haben wir den jetzt leer gekauft, oder? Das gibt's nicht. Verkaufen will ich nichts. Öffne Werkzeugkasten. Wow, schau dir all die Werkzeuge an. Offener Werkzeugkasten. Dichtungsband, Schraubenschlüssel, Seil, Drahtschere. Hut. Zieh an, Hut. Ja, jetzt haben wir einen Hut auf. Warum nicht? Zieh an, Nasenbrille. Aha, mit Hut und Nasenbrille sind wir quasi unsichtbar. So erkennt uns niemand. Und jetzt haben wir wirklich einen Schnauzer, habe ich doch am Anfang noch gesagt. Und jetzt pass auf, aus irgendeinem Grund werden wir jetzt mit der Drahtschere das Schild abschneiden. Ha! It's working.
Und jetzt haben wir das Schild. Benutze Schild mit Tür. Das klappt nicht. Benutze Golfschläger mit Tür. Das klappt nicht. Na gut. Jetzt haben wir wieder einiges Neues, mit dem wir rumexperimentieren können. Jetzt gehen wir zum Beispiel zurück in die Wohnung. Und in der Wohnung können wir jetzt wahrscheinlich erstens das Rohr aus unserem Waschbecken abschrauben. Auch wenn ich nicht weiß, warum eigentlich. Und zweitens, wir könnten auch unsere Rechnung bezahlen. Aber ich habe Angst, dass dann die Aliens kommen und mich essen. Weil es offensichtlich Aliens sind, die alle verdummen mit ihren Verdummungsstrahlen. So, jetzt passt auf. Jetzt nehme ich mal den Schraubenschlüssel und benutze den mal auf das Rohr. Ich habe was gemacht. Aber was? Keine Ahnung. Das kann ich nicht mitnehmen. Die sind schon in der richtigen Reihenfolge. Ich habe jetzt auch nichts mitgenommen. Ich habe jetzt nur... Und wenn ich jetzt hier auf den Knopf drücke... Naja, okay. So viel dazu, keine Ahnung, das wird vielleicht nochmal wichtig. Aber jetzt machen wir Schluss für heute. Ha! So machen wir es. Damit die Spannung erhalten bleibt. Weil morgen öffnen wir unser Fach im Boden. Und dann schauen wir mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.